Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Die meisten von euch wissen, dass das Jahr 2019 meinerseits, Bellaseits, ein ganz klein bisschen gehemmt, getrübt und nicht immer so einfach war. Bella hat viel Zeit in der Werkstatt verbracht. Ich habe viel Zeit mit Nachdenken und Zweitmopedkauf verbracht. Ich habe neue Informationen. Wir wollen heute mal ein klein wenig über das Thema Zündaussetzer, sporadische Fehler, Einspritzung, mal über die ganze Thematik hier an so einem Moped mal so ein ganz klein bisschen quatschen. Ich bin kein Spezialist, ich kann euch nur das erzählen, was ich mir angelesen, was ich gehört und was ich ertragen musste. Ja, da kann ich euch ein bisschen drüber berichten. Und das machen wir aber nicht hier auf dem Moped, das machen wir in der Garage, weil da ist es warm. Und ich kann mir ein Käffchen drücken, schöne schwarze, heiße Kaffee. Ja. Und ich würde sagen, wir switchen mal eben in die Garage. So, dann möchte ich euch hier in der Garage nochmal herzlich begrüßen. Ich mache mir jetzt erstmal einen Kaffee und in der Zeit zeige ich euch kurze Filmszenen, wie das ausgesehen hat, meine sporadischen Störungen an der Bella. Ich weiß, durch meine Videos haben andere Ducati-Fahrer mit mir Kontakt aufgenommen, wie zum Beispiel auch der Turbo Pale, auf den wir auch nachher nochmal zu sprechen kommen. Schöne Grüße an dieser Stelle. Diese Probleme müssen nicht unbedingt nur so sein wie bei mir, sprich im Anfahrverhalten. Das heißt immer dieser Moment, so ein ganz leicht ein bisschen Gas und die Kupplung dabei kommen lassen. Da hatte ich mein Problem. Beim Fahren habe ich überhaupt nichts gemerkt. So wie ich einmal am Rollen war, war mein Problem in dem Sinne erstmal weg. Was dann natürlich schwierig ist, das sind Sachen wie Alpenspitzkehren in Kreisel rein, an der Ampel, im Stadtverkehr oder sowas. Sehr ärgerliche Geschichte. Und andere haben das Problem halt auch in höheren Drehzahlen, wo es dann wirklich beim Fahren sich auch auswirkt, wenn man irgendwo unterwegs ist. Ja, ich zeige euch das und hole mir einen Kaffee. Gesagt, getan. Ich wollte jetzt hier in diesem Video mal ein ganz klein bisschen umreißen, was denn nicht alles so in Frage kommt bei solchen Problemen. Ich war ja sehr oft mit meiner Bella bei Ducati in der Werkstatt. Und es wurde viel ausprobiert. Ja. Das Problem ist zum Teil bei so sporadischen Problemen. Bei mir ließ sich das Problem quasi nur im diesem Anfahren erzeugen. Das heißt, irgendwo in der Werkstatt war das kaum auszuprobieren. Bei den anderen Leuten, wo ich das mitbekommen habe, war das zum Teil auch wirklich, dass die das im Stand wirklich nachvollziehen konnten. Das konnte ich leider nicht. Jetzt ist sehr viel ausprobiert worden. Das Problem so ein bisschen dabei ist auch, dass man am einfachsten weiterkommt, wenn man Teile austauscht, was aber dann hier oder da problematisch ist, weil das Zeug halt auch alles Geld kostet. Da muss ich sagen, da bin ich sehr gut und ich bin auch sehr glücklich über meine Werkstattwahl, wie die mir dadurch geholfen haben, weil die da preislich mir sehr kulant entgegengekommen sind, beziehungsweise der Werkstattmeister gesagt hat, ich will das auch knacken. Ja, da war dann so ein gewisses Eigeninteresse da dran und deswegen war die auch immer wieder mal in der Werkstatt. Wir umreißen jetzt mal ganz kurz so ein bisschen, wie funktioniert denn überhaupt die Elektronik von so einem Motorrad. Das geht los, das fängt an, wir nehmen jetzt einfach mal das Steuergerät von dem Motorrad, wo alle Daten von allen Sensoren eingehen, wo alles berechnet wird und dementsprechend eingestellt wird. Das Steuergerät, da sind auch die Kennfelder drauf, wie ist bei welcher Luftzufuhr die Einspritzung, es wird alles gemanagt. Es gibt verschiedene Kennfelder, ich habe zum Beispiel in meiner Bella kein Standard-Original-Kennfeld, sondern ich habe eins, das ist von Ducati Performance. Meine Maschine ist ausgeliefert worden mit einem Sportluftfilter und einem mit der Terminioni-Abgasanlage. Und meine Kennfelder sind jetzt da drauf schon optimiert worden, direkt bei der Bestellung vom Werk, was halt der Vorbesitzer gemacht hat. Da lassen sich auch noch andere Anpassungsarbeiten bzw. Optimierungen des Motors vornehmen, was dann oftmals auch auf einem Prüfstand gemacht wird und dann wird eine neue Software geschrieben und dann, jo.
Das ist jetzt quasi einmal der ganze Kopf von der Geschichte. Als nächstes haben wir für die Verbrennungsgeschichte den Drosselklappenpoti. Der Drosselklappenpoti, das kann ich euch hier sehr schön mal zeigen an der Drosselklappe. Ich habe mir eine Drosselklappe zusätzlich einzeln gekauft wegen der Fehlerdiagnose an meiner Bella, weil hier ist sehr viel, was schief gehen kann. Aber wir werden gleich noch drüber reden, was nicht noch alles sein kann. Der Drosselklappenpoti, das ist diese Kiste hier und die registriert, wie weit diese Drosselklappen geöffnet sind. Und wenn da ein Fehler ist, dann bekommt das Steuergerät falsche Informationen. Das ist auch so, dass man über die Software in dem Steuergerät vermerken muss, einstellen muss, wann ist die Klappe zu und wie weit wird die geöffnet. Wie sind die Daten dieses Potis bei zum Beispiel Standgas? Also es sind viele Werte, die da einfach passen müssen. Und wenn jetzt, je nachdem wie diese Drosselklappenstellung ist, tut das Steuergerät die Benzinmenge bzw. das Takten der Einspritzventile beeinflussen bzw. auch den Zündwinkel. Ja. Das nächste, was wir haben, reden wir aber gleich nochmal drüber. Das nächste, was wir haben, ist ein Zündimpulsgeber. Der Zündimpulsgeber, das ist ein Sensor, der muss auch eingestellt werden mit einem Unterlegplättchen. Der sitzt am Zylinderfuß von dem liegenden, von dem vorderen Zylinder und der registriert einmal die Kurbelwellenposition, damit das Steuergerät die Information hat, in welcher Situation befindet sich die Kurbelwelle bzw. die Kolben in dem Moment und ein Drehzahlgeber, worüber die Drehzahlinformationen ans Steuergerät weitergegeben werden. Dann haben wir einen Ansaugluftdruck- und Temperaturfühler. Der sitzt unterm Tacho, unterm Kombi-Instrument bei der S4R und da ist es so, dass die Einspritzmenge da auch quasi verstellt wird. Das hat jetzt was damit zu tun, ob ich jetzt irgendwo unten im Tal fahre oder wenn ich irgendwo auf dem Berg fahre und der Maschine geht so ein bisschen die Luft aus da oben. Ja. Das nächste, was wir haben, das ist ein Kühlmitteltemperatursensor. Auch der beeinflusst das Motorsteuergerät, dass wenn die Kühlwassertemperatur zu hoch ist, dann wird die Kraftstoffzufuhr etwas zurückgenommen. Ist es eher kalt, wird er ein bisschen mehr angefettet. Grundsätzliche Dinge, die an dem Motor funktionieren müssen, das sind natürlich Sachen, die Zahnriemen müssen richtig montiert, richtig eingestellt sein. Die Ventile müssen geprüft bzw. richtig eingestellt sein. Standardsachen, Zündkerzen müssen in Ordnung sein. Ich habe in meiner Bella zum Beispiel Platinkerzen, würde ich auch jedem empfehlen. Sind ein bisschen teurer wie die normalen Standard, aber sie sind halt nur noch wirklich besser. Der Luftfilter muss in Ordnung sein, der Benzinfilter muss in Ordnung sein, die gesamte Gemischzusammensetzung des Motorrades muss in Ordnung sein. Das sind alles so Sachen. Es kommen auch noch mehr Sachen in Frage. Wir haben zum Beispiel bei meiner Bella zwei Zündspulen. Die sind im Zündkerzenstecker integriert. Ist da irgendwo ein Fehler drin? Haben wir ein Problem. Wir haben Dinge, die in der Lage sind, den Motor abzuschalten. Das bedeutet zum Beispiel den Seitenständer. Bei meiner Ducati ist es kein An-Ausschalter, sondern es wird sogar die Neigung des Seitenständers wird quasi gemessen. Ja. Dann haben wir den Notaus, den sogenannten Killschalter an den Armaturen. Der ist natürlich auch in der Lage, den Motor abzuschalten. Was ganz, ganz schwierig ist, und ich würde fast sagen, so ein bisschen der Horror an allem ist, das ist der Motorkabelbaum. Ja? Einfach die Verbindung zwischen einem Sensor, die wir jetzt eben alle mal so durchgegangen sind. Wenn da irgendwo ein kleiner Fehler drin ist, bei einem bestimmten Wert oder in einer bestimmten Region, dann bekommen wir solche sporadischen, schwierig nachvollziehbaren Probleme. Ich habe mir diese Drosselklappe gekauft, weil am Anfang ich so ein bisschen darauf fixiert war. Das ist auch eh so ein Problem bei einer Fehlersuche, wo der Fehler einfach nicht messbar ist. Das heißt, man muss ja wirklich austauschen, ausprobieren und kontrollieren. Ja. Und wir haben hier verhältnismäßig viele Fehlerquellen. Das geht jetzt los hier mit diesem Drosselklappenpoti. Der hat hier an der Seite eine Langlochverstellung. Das heißt, wenn ich diese eine Schraube hier löse, dann kann ich den nehmen und kann den
quasi im Wert verändern. Wenn der mal nicht richtig eingestellt war, wenn der sich durch Vibrationen gelöst haben sollte, dann funktioniert die ganze Einspritzgeschichte, dann funktioniert das alles nicht mehr, weil das Steuergerät falsche Informationen bekommt. Auch das einzustellen, das wird über eine Software gemacht, da reden wir gleich nochmal drüber. Auch da muss das richtig, die Grundeinstellung muss da richtig vorgegeben werden. Wir haben hier, hier sind die Einbaupositionen für die Einspritzventile. Ich kann mal ein Bild zeigen, wie das im eingebauten Zustand aussieht. Da haben wir natürlich einmal die Möglichkeit von Undichtigkeiten, Falschluft. Da haben wir die Möglichkeit, dass ein Einspritzventil nicht mehr sauber arbeitet oder wieder Kabelverbindungen, die zu Problemen führen. Wir haben das nächste, diese zwei Drosselklappen, jeweils für jeden Zylinder eine, die müssen synchron öffnen und schließen. Ja? Wenn eine Klappe ganz leicht ein klein bisschen geöffnet ist, dann darf die andere nicht noch zu sein. Ja? Die müssen ganz genau gleich sein. Synchron. Wir haben hier oben eine Verstellmöglichkeit. Hier über diese Gewindestange lässt sich das quasi synchronisieren und genau aufeinander abstimmen. Ist eine Grundvoraussetzung für einen sauberen Motorlauf bzw. auch eine saubere Gasannahme. Das nächste ist, wir haben hier bei dieser Koppelstange hier Gewindestange, Koppelstange, haben wir hier, das sind sowieso Kugelköpfe. Hier oben ist ein Kugelkopf. Wenn die ein gewisses Spiel haben, ja, dann haben wir das Problem, ich öffne hier zum Beispiel, deswegen war ich auch am Anfang ein bisschen darauf fixiert, mein Problem ist ja nur beim Anfahren. Das heißt, ich gebe hier, hier wird der Gaszug eingehängt, hier gebe ich ein ganz klein bisschen Gas und weil hier im Gestänge ein bisschen Spiel ist, ist die andere Klappe noch geschlossen. Erzeugt natürlich ein Problem. Ne? Das nächste, hier oben drauf, das sind so Lufttrichter eingebaut. Das ist der Übergang auf den Luftfilter. Da haben wir auch, da sind Dichtungen drin, könnte was undicht sein. Ja? Dann auch die Verbindung von der Drosselklappe auf den jeweiligen Zylinder. Falschluftprobleme. Alles Möglichkeiten, die in Frage kommen können. Ja? Benzindruckregler haben wir hier noch mit dran. Und ja, hier ist eine kleine Schraube, darüber wird einmal eingestellt das Standgas und auch hier drüber wird eingestellt, wie ich dem Programm mitteile, dem Softwareprogramm, dass ich dem Steuergerät vermittelt bekomme, wo ist hier Klappe zu, wo ist mein Bereich von meinem Standgas, damit das Steuergerät weiß, was ist hier los. Stecker im Kabelbaum können auch ein Problem darstellen. Da hatte zum Beispiel Turbopale Probleme mit. Ein oxidierter Stecker von dem Drosselklappenpoti. In dem Moment keine richtige Verbindung, Fehlinformationen, sporadische Fehlzündungen. Ich hab mit einigen Leuten geschrieben, die über meinen Kanal auf mich aufmerksam gemacht worden sind, weil die haben auch dieses Problem. Und das war halt beim Sebastian, dem Turbopale, bei dem war das auch so. Wir haben miteinander telefoniert, wir haben miteinander geschrieben. Er hat mich auf die Idee gebracht, ich könnte ja mal eine Software-Diagnose machen. Ich habe einen CAN-Bus-Anschluss an meiner Ducati. Hier liegt ein Stecker. Das heißt, die Geschichte funktioniert so. Ich habe hier einmal ein USB-2 Adapter, der ist einmal einzeln, da gehört dann noch eine Software bzw. ein Treiber dazu. Dann habe ich hier den spezifischen Kabelsatz für meine Ducati. Hier, das ist der Diagnosestecker direkt, der dann an die Ducati kommt. Der Stecker befindet sich neben der Batterie. Und dann habe ich einmal für die Geschichte hier die Stromzuspeisung hierfür. Das kommt dann einfach an die Moped-Batterie. Ich blende euch mal ein Bild ein von einem Softwareprogramm. Das nennt sich JP oder JP Diag. Das ist ein Programm, da könntet ihr jetzt zum Beispiel sehen, links oben, da werden, wenn das System richtig am Motorrad angeschlossen ist, da wird einem angezeigt, die Fahrgestellnummer, die Softwarenummer,
quasi alle Daten, die auf dem Motorrad hinterlegt sind. Man hat die Möglichkeit, in diesem Programm eine Fehlerdiagnose zu öffnen. Man hat die Möglichkeit, Grundeinstellungen vorzunehmen, wie zum Beispiel auch die Einstellung dieses Drosselklappenpotis. Man kann den Service zurückstellen und lauter so Dinge. Ich habe das Programm ausprobiert, einmal mit dem Laptop mit Windows XP und auch mit Windows 10, weil ich hier und da ein bisschen Probleme hatte, dass die Verbindung nicht immer direkt auf Anhieb funktioniert hat und ich bin auch ab und zu mal rausgeschmissen worden aus dem Programm. Aber es funktioniert. Nicht immer, aber es funktioniert. Man sollte ein bisschen vorsichtig sein. Ich war auch immer überlegen, ob ich das Programm mal in Aktion hier zeige. Ich lasse das aber, weil ich gestehen muss, dass ich nicht der Spezialist bin. Ja? Bei der Einstellung von dem Drosselklappenpoti zum Beispiel, der beim Turbopilot das Problem war, der hat das wieder mit dem Diagnosesystem, quasi mit dem Austausch des Steckers und mit dem Einstellen und beziehungsweise mit dem richtigen, korrekten Einstellen dieses Drosselklappenpotis, hat er das sein Problem gelöst. Habe ich mich auch richtig gefreut. Er war sein Problem vor mir war das los. Da kommen dann noch so Dinge dabei, man muss den Widerstand messen, in welchem Bereich bewegt man sich hier in dem Drosselklappenpoti. Das geht schon so ein bisschen ans Eingemachte. Und jeder, der da nicht das eventuelle Verständnis für hat oder so, da kann man halt auch Sachen falsch machen. Und deswegen mache ich das hier nicht. Ich bin jetzt nicht so der Software-Spezialist oder der das so richtig einfach hat, da in die Materie reinzukommen. Deswegen habe ich das gelassen. Für jeden, der ein bisschen gefuchst ist und den das richtig interessiert, der sich da richtig mit auseinandersetzen möchte, dem kann ich empfehlen, sich so ein Programm bzw. so einen Stecker mal zuzulegen. Ich habe gelesen, es gibt auch Leute, die ein Programm benutzen, das nennt sich Guzzi Diag. Das ist quasi von Moto Guzzi eigentlich, also beziehungsweise für Moto Guzzi. Funktioniert aber auch bei den Ducatis und hat weniger Fehler oder ist ein bisschen konstanter, quasi einfach was betrifft die Zuverlässigkeit von dem Programm, will ich mal sagen. Ausprobiert habe ich das nicht. Bin auch kein Spezialist, dementsprechend kann ich euch da auch viel mehr Informationen nicht geben. Bei mir war es ja jetzt so, immer wieder Werkstatt ausprobieren. Diese Drosselklappe hier, die hat mich 180 € gekostet und die war es nicht. Ja. Meine Bella war, ich glaube, 3 oder 4 Mal bei Ducati in der Werkstatt. Auch zum Teil für einen längeren Zeitraum, was aber damit zu tun hat, dass ich gesagt habe, hier, macht euch keinen Stress. Macht ihr einfach mal, weil ich habe da auch immer 60 Kilometer hin und je nach Wetter mit dem Anhänger oder sowas. Und dann habe ich auch gesagt, hier kommt, dann ist er mal 2 Wochen weg oder ist mal 3 Wochen oder mal einen Monat weg. Ja. Die haben das auch ein bisschen zwischendurch gemacht, was mir natürlich dann auch kostentechnisch dann halt einfach entgegengekommen ist, beziehungsweise die haben das nicht ganz so offiziell gehandhabt, weil so Probleme für den Besitzer sowohl als auch für die Werkstatt einfach ein Problem darstellt. Ja. Es tut jeden ärgern und es ist aber jeder so ein bisschen machtlos. Und deswegen ist es wichtig, dass man miteinander redet und dass jede Seite ein bisschen Verständnis für die andere Seite mitbringt und dann halt einfach das Ding durchzieht. Ja. Es kommen halt unheimlich viele Dinge in Frage und das ist halt einfach das Problem. Mein Problem, dieses Video, das war mir jetzt ganz furchtbar wichtig, dass das Video hier in 2019 noch online kommt. Ich habe die Fahrt, die ihr eben gesehen habt, die ist schon wieder ein paar Tage her. Ich habe dann irgendwie keine Zeit mehr gehabt, mir ist was dazwischen gekommen. Dann war ich erkältet und jetzt mache ich das eben noch fertig, weil das Video 2019 raus muss, weil ich das Thema abhaken darf. Ja, ich darf es abhaken. Ducati hat mich zuletzt angerufen, hat gesagt, Thomas, wir haben da noch eine Idee und wir haben hier Möglichkeiten. Wir haben eine zweite S4R hier stehen. Wir wollen wissen und wir wollen es auch gerne abhaken. Bring sie bitte nochmal vorbei. Und ich habe die vorbeigebracht. Und dann kam irgendwann der Anruf, Thomas, komm vorbei und hol sie ab. Ich habe gar nicht mehr weiter gefragt. Ich habe meinen Anhänger geschnappt, es war Schietwetter, und habe sie geholt. Und jetzt wollt ihr wissen, was das war, gell? Ich habe eine Rechnung bekommen von Ducati.
Eine humane Rechnung, alles in Ordnung. Und auf der Rechnung ist drauf ein Benzinfilter und Benzinschläuche innerhalb des Tanks. Ich kann euch nicht sagen, was von beidem das jetzt war. Das wurde, wenn man das auseinander nimmt, dann wird das gemacht, was da drin zu machen ist. Ich weiß, dass es poröse Schläuche in den Tanks geben kann, worüber dann bei in gewissen Situationen Luft angesaugt wird. Der Benzinfilter, klar, ist ein grundlegendes Element, was funktionieren muss. Jetzt kommt da natürlich wieder, habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht, so eine gewisse Dinge, gewisse Sache, Inspektionen. In einer großen Inspektion von einer Ducati wird der Benzinfilter ausgetauscht. Das heißt, in so einem Fall wird der Tank aufgemacht und dann wird da reingeguckt, der Filter wird gewechselt. Eventuelle poröse Schläuche könnten erkannt werden. Ich habe den Service selber gemacht, beziehungsweise ich bin ja zu Ducati damals hin, Anfang 2019. Und habe gesagt, hier Leute, Zahnriemen und Ventile, bitte die zwei Sachen. Und Sachen wie Ölwechsel, Flüssigkeitswechsel, Bremsflüssigkeit, das habe ich alles selber gemacht. Und ich habe keinen Benzinfilter ausgewechselt. Hätte sich vielleicht vermeiden lassen können, das Problem. Ob ich jetzt auf die Idee gekommen wäre, da Benzinschläuche auszutauschen, wage ich in Frage. Also dann hätte mir das schon wirklich ins Auge springen müssen. Aber nichtsdestotrotz, mir ist jetzt wurscht. Ich bin einfach froh, dass das jetzt so ist, wie es gekommen ist, beziehungsweise, dass ich das Thema abhaken kann und 2020 eine schöne, hoffentlich sehr schöne Saison erwarten kann. Und das soll es dann hier aus der Garage auch schon wieder gewesen sein. So, und ich würde sagen, ihr seid im Bilde. Ich freue mich wie Bolle, dass ich weiß, dass 2020 für mich ohne Probleme losgeht. Ja? Naja, für dieses Video soll es soweit gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr kommt gut durch den Winter. Ich werde, ja, ich habe immer Beschäftigung. Ich werde es auf jeden Fall und bedanke mich bei euch fürs dabei gewesen sein. Gerne einen Daumen nach oben, wenn es gefallen hat. Gerne abonnieren, wenn auch nicht geschehen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Heute muss ich ganz vorsichtig am Gashahn ziehen, ey. Ich bin eben schon weggeschmiert, ey. Ja, Vorsicht. Vorsicht im Winter, Leute. Vorsicht. Wow. Da sind wir aber abgegangen, ey. What a meat, you know. Da muss man aufpassen. Ja, wenn man es übertreibt, Thomas. Was tust du? Sollst du denn schon am Gashahn ziehen, ey? Da geht die Luzi. Oh mein lieber Sonnenschein, ich vermisse dich ohne drei. Wie gerne hätte ich super warm und würde gerne Moped fahren. Leider ist die schöne Zeit nun vorbei. Es eilt. Bitte komme wieder und zeige dich von der schönsten Seite. Lieber, lieber Sonnenschein, ich vermisse dich obendrein. Bitte komm uns wieder besuchen und wir freuen uns auf ein Stück Kuchen. Das ist der Käsekuchen, den die immer am Biker-Treff essen. Ja. Genau.